Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Blue Legend of Water. Ja, wir befinden uns hier immer noch in dieser unterirdischen Ruine. Und ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt weitermache. Weil, ehrlich zu sein, ich habe jetzt... Ja, letzte Aufnahme war gestern, die aktuelle ist heute. Ich muss jetzt gerade erstmal gucken, wo ich hin muss. Ja? Ich habe es nämlich gerade vergessen. Hier hinten war jetzt ein großer Raum, ne? Ansonsten war hier nichts weiter. Ich muss mich gerade nochmal umschauen, ein bisschen orientieren. Zu viele PS1-Spiele zurzeit, die ich gespielt habe. Deswegen komme ich ein wenig durcheinander. Ich gucke nochmal gerade auf die Karte. Wir müssen, glaube ich, in die Richtung, ne? Genau, dann schwimme ich auch mal in die Richtung. So. Nicht, dass wir hier irgendwie was verkehrt machen. Das muss ja auch nicht sein. Und dann gucken wir einfach mal, was hier als nächstes kommt. Ein großer Raum. Ach ja, ich hatte doch irgendwo noch diesen Raum. Ah, war das hier vielleicht sogar? Ich meine, das war hier, ne? Genau, ich hatte hier die Kiste runtergeschoben. Und hier befindet sich eine Steintafel. Ne, eine Karte ist das. So, wir haben ein weiteres Stückchen Karte. So, gucken wir mal. Ach du Kacke, ist das ein Riesentempel. Okay. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir befinden uns da. Wir müssen aber theoretisch wieder zurück, um quasi in diesen großen Komplex da reinzukommen. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich nicht... Also ich muss halt aufpassen, dass ich nicht irgendwas verpasse oder so. Kann ich hier eigentlich auch? Nein. Okay, ich wollte nur mal gucken, ob man da auch noch irgendwie interagieren kann, aber das ist offensichtlich nicht so. Ich glaube, hinter uns waren wir ja schon gewesen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob da noch was war. Ich weiß es aber... Ich meine aber, glaube ich, nicht mehr. So, wir schwimmen gerade mal nach oben. So, etwas frische Luft. Und dann geht's hier zurück. Und dann müssen wir da mal schauen. Da war doch irgendwie eine verschlossene Tür oder irgendwas, ne? Hier. Die geht aber auf. Okay, ne, die meine ich aber eigentlich nicht. Das hatten wir schon. Ah ja, hier waren wir. Alles klar. Jetzt kommt's so langsam wieder. Hier? Ah, guck mal, wir haben den Schlüssel benutzt. So, Kollege Schräge muss mal hier bleiben. Bleib mal bitte hier, mein kleiner Quietschi. Da komme ich nämlich auch da durch. Wunderbar. Okay, jetzt dämmert es mir so langsam wieder. Ja, wir hatten ja den Erdschlüssel gehabt. Und... Genau. So, es ist eine Art Schalter. Drücken wir mal. Da. Ach, bleibt die Tür jetzt offen. Perfekt. Wunderbar. So, okay. Einmal die KI gewechselt, beziehungsweise den Modus vom kleinen Quietschi. Und dann schwimmen wir mal hier weiter. Und hier ist Sauerstoff. Das ist doch perfekt. Und jetzt muss ich gerade mal auf der Karte gucken, wo wir sind. Wir befinden uns da oben. Okay, jetzt kommt ein ziemlich großer Raum vor uns. Und viele kleine Räume. Ja, okay. Das wird interessant. Ich muss mich gerade mal ein wenig umschauen. Hallo? Drehst du dich mal? Danke. Was ist das da unten? Das ist, glaube ich, nix. Okay. Na dann, schwimmen wir mal in diesen großen Raum rein, um zu schauen, was sich da befindet. Und wie es aussieht. Ach, guck mal, hier ist nochmal so ein Dingens. Damit können wir irgendwas aufmachen. Das da. Jetzt steigt das Wasser. Ist das dein Ernst? Das ist nicht gut. Glaube ich. Weiß es nicht. Bleib mal hier, Quietschi. Ich glaube, da war irgendein Ausgang oder irgendwas. Habe ich das richtig gesehen, dass da oben irgendwie noch was war? Lass mal gerade gucken. Guck mal, da oben. Habe ich es richtig gesehen? Da ist noch was. Ein weiterer Schlüssel. Und zwar der Heaven Key, also der Himmelsschlüssel. Ah, okay. Gut, dann packe ich mal Quietschi wieder zurück. Müsste ja das Wasser wieder sinken, hoffentlich. Yep. Blubbel, 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 blubbel. Oder auch nicht? Doch. Okay, Wasser sinkt wieder. Haben wir keine Probleme mehr. So. Alles klar. Wunderbar, das hat funktioniert. Jetzt muss ich gerade mal gucken, in welche Richtung ich schwimmen muss. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe mal, es ist die... Sieht nämlich alles so ein bisschen unter Wasser gleich aus. Aber ja, das war der richtige Raum. Wunderbar, okay. Dann haben wir den passenden Schlüssel. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Jetzt geht's da lang entweder. Oder hier geht's auch noch weiter.
So, okay, wir haben den Himmelsschlüssel benutzt. Aber wenn wir hier den Himmelsschlüssel benutzen... jetzt muss ich gerade mal schauen. Frau, kannst du mal bitte... Nein, kann sie nicht. Ach, da unten ist ein Schalter, guck mal. Ein Schalter. Beziehungsweise ein Hebel. Drehen wir mal rum. Ich weiß noch nicht, was der macht. Aber... wahrscheinlich hat er hier die Tür aufgemacht. Ich würde nochmal ganz gerne zurückschwimmen, weil man das eventuell nicht direkt sieht, dass man diesen Himmelsschlüssel da einsammeln musste. Und hier hinten ging ja auch noch ein Weg lang. Deswegen möchte ich mal gerade schauen. Hier ist so ein Säulenraum, wie es aussieht. Ja. Mal gucken, dass ich hier irgendwie links und rechts nichts verpasse. Hier ist auch nochmal Luft oben. Hier ist aber ziemlich viel Luft immer. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Muss mich nur gerade umschauen. Hallo? Ach, Mino. Die Kamera ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich möchte doch nur sehen, ob hier irgendwas drin ist. Der Raum kann doch nicht für umsonst sein, oder? Ah. Hier kommen auf jeden Fall Blubberbläschen von unten, oder sind das von uns? Welche? Nee, die kommen von unten. Okay, na gut, schwimmen wir mal hier weiter. Hier ist nochmal eine Tür. Es ist verschlossen. Okay, diese 96er-Symbol haben wir ja schon. Das andere haben wir noch nicht. Das ist irgend so ein Sonnensymbol oder was das war. Vielleicht brauchen wir das erstmal. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir das in dem anderen Raum. Da schwimme ich gerade mal hin. Mal fix auf die Schnelle da reingeschwommen. Dann kriegen wir wahrscheinlich unser nächstes Branding. So, hier war das. Nehmen wir mal Sauerstoff mit. Vorsichtshalber, man weiß ja nie, wie gemein dieses Spiel ist, aber bisher war es eigentlich eher ja, nicht gemein, sag ich mal. Ah, guck mal hier. Lass mal gegen anschwimmen. Komm ich überhaupt dagegen? An? Komm hier nicht gegen an, oder? Ne, komm nicht gegen an. Muss ich den Schalter nochmal umlegen vielleicht? Mal gucken. Vielleicht ist der dafür zuständig, dass hier hinten... Ah! Okay, er ist dafür zuständig. Er dreht hier die Richtung. Okay. Ha! Nicht so schnell. Komm sonst nicht hinterher. Da, halt. Ich will dagegen anschwimmen. Nein. Wie komme ich denn jetzt dahin, bitte? Was ist denn das für ein Quatsch? Muss ich mich hier... Halt! Oh. Aus damit! Ah, jetzt geht's wieder verkehrt rum. Mann, was soll denn der Quatsch? Ah, da rein. Boah, schrecklich. Was war das denn? Das war nicht so nett. Guck mal, hier ist wieder so eine Tafel. Ich habe sowas ähnliches wie das schon mal in der anderen Ruine vorher gesehen. Ja, das ist die Tattoo-Maschine hier. Komm, schwimm rein. Na? Jetzt. So, jetzt leuchtet der andere Arm. Ja, wir haben ja noch ein paar Körperteile, die leuchten können. Ach, ein Augensymbol ist das gewesen. Keine Sonne. Nicht verguckt eben. Okay. So, wir haben das nächste Tattoo. Perfekt. Wunderbar. Hier war doch noch irgendwo ein Gang, oder? Hab ich das falsch gesehen? Ich glaube, ich habe es falsch gesehen. War hier nicht eben noch ein Gang? Sag mal. Na, ja, wer weiß. Es könnte einer da gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Guck mal, hier ist nochmal ein Schalter. Ah, den habe ich vielleicht gesehen. So machen wir das Geblubbel da draußen aus. Braucht jetzt eh kein Mensch mehr. Ich hoffe mal, dass es das aus war. Nein! Ist wieder rumgedreht. Ah! Okay. So, und hier muss ich jetzt... Hier muss ich raus! Lass mich raus! Ah, komm da nicht raus. Mist. Muss ja, glaube ich, wieder rumdrehen, ne? Oh, das ist anstrengend. So. Komm schon. Ups, Schalter. Einmal den ganzen Prassel hier rumdrehen. Oh, das ist ein bisschen anstrengend. So, ups. Komm, ich möchte jetzt hier wieder raus. Lass mich raus. Da, raus, danke. Oh. Huiuiuiui. Puh. Das war interessant. Okay, das Spiel wird dann doch ein klein wenig
schwerer, trickier, würde ich sagen. Aber auch nur so ein bisschen. Das ist okay. Ist vollkommen okay. So, jetzt kann ich hier reinschwimmen in diesen Säulengang. Wow. Was ist das eigentlich für ein riesiger unterirdischer Tempel hier? Wahnsinn, oder? Da fragt man sich wieder, für was dieser Tempel, ne? Für was? Upsa, da rein. Nur um wieder irgendjemanden zu huldigen. Tür auf. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay, das ist ein sehr, sehr... Wer bist du denn? Oh oh. Wächter oder was ist das? Oh nein, das ist ein anderer Freako. Hoppala. Wie? Was kann ich denn bei ihm machen? Ja, ich komme ja schon. Und du? Ach, hier kann man irgendwas machen. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ist das so eine Art, keine Ahnung hier, wie heißt das? Einarmiger Bandit? Scheint so. Es ist so eine Art einarmiger Bandit. Muss ich das nochmal? Hallo? Oder gibt es hier mehrere von den Dingern? Kann sein. Weiß es nicht. Mal gucken. So, ja, ich komme ja schon. So, ich glaube, ich habe dieses Pyramidensymbol noch irgendwo gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Nichts passiert. Okay, das Auge haben wir schon. Nehme ich mal dieses Ding hier, was auch immer es darstellt. Da. Nichts passiert. Dann nehmen wir mal die Statue-Figur-Dingens. Nichts passiert. Das Ding hier vielleicht. Schlüssel oder was das war. Ich habe leider nicht aufgepasst, was seine Symbole waren. Dann vielleicht hier den Anubis. Vielleicht muss ich einfach nochmal gucken gehen, was der für Symbole hat. Auch nicht. Dann vielleicht diese Maske. Oder was das ist. Ich weiß es nicht. Wo ist es? Auch nicht. Dann kann es eigentlich nur noch dieses Auge sein, ne? Das hier. Komplett rumdrehen. Da. Das war's. Okay, Viech ist weg. Wunderbar. Einmal die beiden Augen und dann ist er Geschichte. So, und wir bekommen jetzt irgendwie ein Ei oder was? Habe ich recht gesehen? Was ist das? Was bist du? Was bist du? Aus irgendeinem Grund fühlt sich das... hat der Roboter das beschützt? Ich nehme es lieber mal mit, dann können wir es nämlich studieren. Das muss der Ausgang sein. Wir sind frei. Okay, aus hier. Ah! Um Gottes Willen, was ist das denn? Hier geht's nicht weiter. Gibt's denn hier keinen Weg nach draußen? Gibt's... Oh Mann, das ist nicht gut. Wenn wir uns nicht beeilen, dann werden wir zerschmettert. So zerquetscht. Hä? Was ist das für ein Sound? Oh! Hi! Ist das King Long? Ja, offensichtlich. Ja, gut, dass er da war. Welch Zufall. So, haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Ich glaube, dann sind wir durch die Ruine einmal komplett durch, weil ich glaube, da gab es doch nichts weiter, oder? Weiß es aber nicht. So, King Long, erzähl mal. Schwimmen wir zusammen zurück? Ich möchte selber schwimmen. Nein, okay, wir schwimmen zusammen zurück. Ich habe nichts zu tun gerade. Er eskortiert uns wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Hm. Ich weiß aber nicht, wer der King Long ist. Oder King Long? Long, ich sag einfach Long. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, mit dem hatte ich noch nichts zu tun gehabt, oder? IRF. Oh. Oh, das ist ein U-Boot. Oder ist das ein U-Boot? King Long? Okay. Ein U-Boot von den Typen, die hier ihr Schiff verloren hatten. Hat man gesehen an diesem Symbol. Also das Schiff, dieses Schiffswrack, was da war.
Die eiern tatsächlich dann hier auch rum. Okay. Vater sagt, dass der Ruineneingang bei einem großen Stein blockiert ist. Oder von jetzt an mit einem großen Stein blockiert ist. Ich habe das vorher gar nicht realisiert, aber dass die Kette oder das Armband, was mir Paps gegeben hat, war ein, ja, so ein Tracker halt eben, so ein Sender. Das U-Boot, was wir gesehen haben, sah nicht wirklich, das kannte ich nicht wirklich. Oder kenne ich nicht wirklich. Außerdem stand IRF drauf. Ist das irgendwie mit diesem versunkenen Schiff? Hat das irgendwas mit dem versunkenen Schiff zu tun? Wahrscheinlich. Ich habe nämlich auch schon gesehen. So, muss mal gerade gucken. Kodashi, Medbay. Vielleicht gibt es irgendwas in der Medbay. Hat die irgendwas zu mir zu sagen? Schauen wir mal. Maya. Sorge nicht dafür, dass dein Vater sich Sorgen macht. Oder macht das, dass dein Vater sich nicht so sorgt? Ja, ich weiß. Außerdem hast du dafür gesorgt, dass King Long herumrennt wie ein Kopf dessen, wie ein Huhn, dessen Kopf abgeschlagen wurde. Entschuldigung. Meine Güte. Kann sich aber auch haben. So. Ist hier jemand? Nö. So, hier sind wir wieder in dem Arbeitszimmer. So. Schönen guten Tag. Hallo, Paps. Hallo. Schön, dass es dich noch... Oder schön, dass du überlebt hast. Oder schön, dass du über Wasser bist. Hat dir meine Bombe geholfen? Ja, hat sie. Okay. Mehr kann ich offensichtlich mit ihm nicht reden. Ich muss mal gucken, welcher ist denn jetzt noch offen? King Long ist geschlossen. Chris ist verschlossen. Computer. Wir gucken einfach mal, ob wir mit Chris hier irgendwie reden können. Hey Chris, was denkst du darüber? Oder was denkst du, was das ist? Sieht aus wie eine Art Stein. Warum zeigst du es nicht Glaive? Ja, mach ich. So, hier ist Glaive, ne? Du warst doch Glaive. Kann mir keinen Namen merken. Kannst du das für mich untersuchen, Glaive? Es sieht aus wie ein tierisches Ei. Macht es dir was aus, wenn ich das für ein paar Tests mal ausborge? Naja, alles in Ordnung. Lass mich nur wissen, wenn du was gefunden hast. Okay. So, im File Room. Wer bist du denn nochmal? Ist das der, der uns nicht so nett gesonnen ist? Ich glaube, ne? Ah ne, King Long. Danke, dass du mich gerettet hast. Ach, er ist das. Naja, kein Ding. Der ist das. Der hat uns gerettet. Alles klar, das ist hier der Knetige. So, keine Ahnung, der knet so ein bisschen rum. Der mag uns irgendwie nicht. So, Observation Deck. Hier ist keiner. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach ganz oben. Heliport, nein. Biolab, nö. Albert, Monitor. Hier ist auch niemand. Ja, dann zur Brücke. Anschluss von Vatern abholen. Hey. Hallo, Vati. Paps, es tut mir leid. Hör zu, es ist okay. Ich bin nur froh, dass du gerettet bist oder dass du in Sicherheit bist. Hä? Mehr nicht? Du bist in Archäologie interessiert? Ja, der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm, Vater. Ich denke nicht. Das war's? Okay. Na gut, ja, dann haben wir offensichtlich nichts weiter zu tun. Außer uns vielleicht einmal hinzulegen. Ich glaube, schlafen gehen ist jetzt das, was wir machen sollten. So. Und dann würde ich sagen, was dann hier beim nächsten Mal passiert, beziehungsweise was es mit diesem Ei auf sich hat,
sehen wir vielleicht schon in der nächsten Folge oder zumindest demnächst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Blue Legend of Water. Bis dann, ciao.